Unter dem Titel Hunger macht Profite finden in Österreich zurzeit die Filmtage zum Thema Recht auf Nahrung statt. Mehrere Dokumentationen geben Einblick in die Zwänge landwirtschaftlichen Produzierens und zeigen die Missstände des globalen Agrarsystems auf. Nicht immer sind nur die Länder des Südens von Armut betroffen. Michael Ott hat Ausschnitte aus dem Film Fair Food zusammengestellt, der dokumentiert, warum beispielsweise im US-Staat Florida Menschen, die hart arbeiten, unter der Armutsgrenze leben. Als Experten zu diesem Thema haben wir Diplom-Ingenieur Christian Jochum von der Landwirtschaftskammer Österreich, schönen guten Abend, und den Politikwissenschaftler Dr. Dieter Alexander Beer eingeladen, auch schönen guten Abend. Dr. Beer hat an der BOKU eine Untersuchung über die Arbeitsbedingungen von Arbeiter und Arbeiterinnen im Machfeld gemacht und forscht für das Europäische Bürgerforum. Das ist ein solidarisches internationales Netzwerk, das soziale Missstände aufzeigt. Dr. Beer, wir wollen in Österreich bleiben jetzt bei dieser Studiediskussion, und hier habe ich zwei Beispiele gefunden, im Burgenland zum Beispiel 2013, wo Landarbeiter, Landarbeiterinnen 100 Euro die Woche verdienen und 336 Stunden im Monat arbeiten. Das macht einen Stundenlohn von 84 Cent pro Stunde. Vom Osten in den Westen in Tirol 2013, da haben dann welche auch gestreikt und haben dann eine Nachzahlung bekommen. Dort bekommen sie 1000 Euro pro Monat für 70 Stunden die Woche, macht einen Stundenlohn von 4,16 Euro. Sind das zwei Einzelfälle? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Problem ist strukturell begründet. Wir finden das eben in verschiedenen europäischen Ländern. Ich habe mich mit der Situation beschäftigt in Spanien, Frankreich, in der Schweiz, Deutschland und eben auch in Österreich. Das Problem besteht meiner Ansicht nach darin, dass das Prinzip des Wachsen oder Weichens in der Landwirtschaft sich durchsetzt. Das heißt, nur die großen Betriebe, diejenigen, die die Löhne in der Landwirtschaft auch am meisten drücken, können sich durchsetzen. Und am Ende der Kette stehen natürlich die Supermärkte, bei denen die größten Gewinnmargen bleiben, die die Preise für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse drücken können. Und somit ist es ein strukturelles Problem. Man kann nicht von Einzelfällen sprechen. Dr. Jochum, Herr Diplom-Ingenieur Jochum, sehen Sie das auch so? Also wenn ich mir die Entwicklung der letzten Jahre anschaue, dann ist es richtig, dass es vor Jahren, als der Wettbewerb, wenn ich so sagen kann, noch wilder war, gröbere Missstände gegeben hat. Das, was die letzten zwei Jahre auch durch die Medien gegangen ist, sehe ich als Einzelfälle aus folgendem Grund. Es gibt deutlich verschärfte Kontrollen, Sozialversicherung, Finanzpolizei, Landarbeiterkammer. Es gibt auch ein gewisses Bewusstsein, dass man so etwas nicht tut. Es gibt Programme der Handelsketten, die zusätzlich zu den gesetzlichen Bestimmungen Vorschriften im sozialen und ökologischen Bereich kontrollieren und vorgeben, sodass der Spielraum, wenn man wollte, nicht mehr so groß ist. Ich glaube, das ist viel zu wenig. Vielleicht kann ich da direkt darauf antworten. Denn zunächst muss man mal sagen, dass wir jetzt überhaupt nur deshalb hier stehen und diskutieren, weil es Streiks gegeben hat, weil es einen Widerstand gegeben hat von beispielsweise rumänischen und serbischen Arbeitern und Arbeiterinnen, nur deswegen, weil sie diese Missstände überhaupt angesprochen haben, sich an die Gewerkschaft aktiv gewandt haben. Deswegen ist dieses Thema nun hier in der Öffentlichkeit. Und, aber machen wir es gleich praktisch. Wir haben hier eben eingekauft beim Supermarkt einen Häupelsalat, 1 Euro. 12 Cent kriegt hier der Bauer, die Bäuerin. Wie viel da ein Landarbeiter kriegt, haben wir nicht herausgefunden. Bei Radieschen 1 Euro im Supermarkt kriegen die Landarbeiter, Landarbeiterinnen 3 Cent. Mhm. Und bei einem Eisbergsalat 1,60 Euro im Supermarkt kriegen eben die Landarbeiter 2 Cent. Jetzt haben wir hier den Supermarkt, die Landwirte, Landwirtinnen und Landarbeiter, Landarbeiterinnen. Was wäre denn die Lösung, Herr Diplom-Ingenieur Jochum? Also Faktum ist, dass in den letzten Jahren die Macht der Supermärkte gestiegen ist. Österreich liegt hier im europäischen Vergleich im Spitzenfeld. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Konsumenten... Was bedeutet das konkret, wenn Sie das sagen, das heißt, dass die drei großen Supermarktketten in Österreich 85% Marktanteil haben. Das ist Spitze in Europa. Das heißt weiters, dass 90% des Gemüses von den Konsumenten im Supermarkt eingekauft wird, weil es praktisch ist, weil es bequem ist, weil dort One-Stop-Shop auch alle anderen Produkte zur Verfügung stehen. Und die Direktvermarktung und der Wochenmarkt, die Eigenversorgung aus dem eigenen Garten, nur 10% ausmachen. Was wäre für Sie die Lösung?
Also ich glaube, an dieser Stelle muss man mal ganz deutlich sagen, die industrielle Landwirtschaft, die auch durch eine gezielte Förderpolitik der Europäischen Union zu dem geworden ist, was sie heute wird, sind ja nur 20% der Betriebe in der gesamten Europäischen Union, die das Gros der Fördergelder absahnen können. Aber was würden Sie sich jetzt als Lösung, bevor wir jetzt nur Zahlen geben, Ich würde mir vorstellen, dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft bevorzugt behandelt wird von den Förderstrukturen, dass nicht die großen agrarkapitalistischen Unternehmen die Möglichkeit haben, das Gros der Fördergelder abzusahnen und dass man nicht diese neuen EU-Länder wie beispielsweise Rumänien insofern kaputt macht, dass die bäuerliche Landwirtschaft dort überhaupt keine Überlebenschance hat. Und eine neue Art von Genossenschaften wäre sowas? Absolut, ja, auf jeden Fall. Ja. Also das Genossenschaftswesen ist mit dem Raiffeisenkonzern in eine komplett falsche Richtung gegangen. Die Landwirtschaftskammer, die Bauernkammer und der Raiffeisenkonzern haben eine unglaubliche Macht akkumuliert, eine politische, und das muss in eine andere Richtung führen. Neue ich was darauf sagen, es gibt seit Jahren mit aktiver Unterstützung der Landwirtschaftskammer eine Förderung für Zusammenschlüsse zu Erzeugerorganisationen, gerade bei Obst und Gemüse, im Rahmen der EU-Marktordnung, die wir in Österreich sehr gut genützt haben. Die österreichischen Erzeugerzusammenschlüsse haben in Summe ungefähr 60% Marktanteil. Das ist nicht so schlecht in Europa. Und das könnte verstärkt werden. Wir sind leider am Ende unseres Gesprächs angelangt. Wir müssen noch den ganzen Abend diskutieren, um das wirklich zu Ende zu führen. Wenn die Landwirtschaftskammer ihre Arbeit gut machen würde, dann hätte die ÖGV, wir Campesina Austria, keine Arbeit mehr. Wenn Sie direkt beim Landwirt am Hof kaufen wollen, schauen Sie auf unseren Serviceseiten. Dort finden Sie zum Beispiel den Link zu der Plattform Gutes vom Bauernhof mit allen Adressen und die Kinotermine von Hunger macht Profite. Danke. Kaufen Sie regional und saisonal. Genau, so ist es.